Ja, hallo. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir. Ich bin die Dagmar, komme aus Österreich und ich bin der verstrickte Lebensabend. Heute mal ein bisschen ein anderer Beginn. Wir befinden uns jetzt auf meinem Balkon und ich zeige euch jetzt einmal meine Aussicht, wie es bei mir ausschaut, wenn man runterschaut. Und es kommt ein Gewitter, es naht heran. Ich habe einen tollen Ausblick, es ist schön friedlich da unten. Und es hat einen Grund, warum wir uns da am Balkon befinden. Ich zeige euch gleich einmal, was ich genäht habe. Ich habe hier meine Puppe stehen. Ich habe ein Kleid genäht. Ihr seht, es hat hier Teilungsnähte, so Raglan schrägen und Abnäher. Die Ärmel sind angeschnitten an den Raglan und ich habe tief gesetzte Taschen und vorne in der Mitte Falten. Es ist aus Jersey gemacht mit Blümchen. So, weiter geht's herinnen, denn es hat inzwischen draußen zu schütten begonnen. Es ist ja ganz klar, ne? Das ist ja normal. Wenn man sich was vornimmt, dann kommt immer irgendwas, was einen sabotieren will. Na jedenfalls, ihr habt das Kleid auf der Puppe gesehen. Es ist jetzt, zeige es euch noch einmal, soweit fertig. Ich habe schon angehabt, es passt super. Wie gesagt, hier haben wir Raglan-Nähte, dann gibt es hier Brustabnäher, also so eine Teilungsnaht, dann hier die Taschen, die sehr tief sind, auf das lege ich immer großen Wert, dass ich Autoschlüssel einstecken kann, Wohnungsschlüssel oder auch Taschentücher. Dann haben wir hier ein paar Falten in der Mitte. Es ist das Jersey, das heißt, es dehnt sich schon. Es liegt jetzt nicht ganz dicht an, aber schon so, dass es gut fällt. Und es hat eben einen weit geschnittenen Rock. Die Nähte habe ich mit meiner Covermaschine gemacht. Ihr seht hier Covernähte. Das ist recht angenehm. Und das ist ein Besatz. Hier wurde ein Besatz aufgenäht und die Ärmel auch mit der Covernaht. Ja. Somit ein bisschen ein anderer Beginn diesmal mit der Näherei, damit ich das Kleid auf der Puppe zeigen konnte. Dann machen wir weiter mit Socken. Es gibt wieder Socken von Mialana, vom Mystery Call. Wisst ihr, Facebook, Mialana, alles für die Strickkunst. Und sie hat Sommersocken entwickelt, und zwar Soft Ice, Ice Ice Baby. Und das sind kürzere Socken, keine Sneaker, aber ein bisschen kürzer. Und was sehen wir hier? Hier sehen wir das Stanitzel vom Eis und das Eis an und für sich. Oben ist die Spitze. Und hier heroben sehen wir auch kleine Eisstarnitzel, so bobbelartig. Also das sind die Eisstarnitzel und das ist das Eis. Ich habe ein Bündchen dran gestrickt. Sie hat da kein Bündchen vorgesehen, aber mir ist es angenehmer, wenn das ein bisschen fester anliegt. Ja. Und eine Bumerangferse wurde es gestrickt. Und die Wolle ist auch von Mialana selbst gefärbt. Und sie macht jedes Monat eine neue Anleitung. Entwirft ein Muster und gibt das dann kostenlos in Facebook rein und das kann man sich dann runterladen.
Das ist der Mystery Call von Mialana. So, mein letztes Projekt in meiner Warteliste, sonst habe ich alles fertig gestrickt, ist das Tuch von Birgit Freier. Das zeige ich euch, wie es fertig aussehen sollte. Habt ihr auch schon gesehen? Und jetzt bin ich in der Mitte von der Vorbereitungsreihe der Spitzen. Und ich finde, das zieht sich ganz schön. Wie ihr das letzte Mal gesehen habt, war ich da herunten bei dem Maschenmarkierer. Und jetzt bin ich so in der Mitte von der Spitze. Ich kann es euch nicht ganz zeigen. Ihr seht hier das fortlaufende Muster, das ist recht schön. Und eben kommt dann oben die breite Lesspitze. Was im Auge? Ja, und die Reihen ziehen sich unglaublich. Ich finde, das ist, ja, dabei kommt da noch ganz viel dran, noch eine ganz breite Spitze. Ja, im Moment tue ich mir schwer mit so langen Reihen. Aber wenn dieses Tuch fertig ist, dann habe ich alle meine Strickprojekte aufgearbeitet. Dann habe ich keines mehr auf den Nadeln. Sehr, sehr selten bei mir. Ich denke, dann werde ich wieder anschlagen, so einiges. Aber irgendwann einmal nervt es mich dann und dann möchte ich das alles fertig machen und dann beginnen wieder neue Werkstücke. Dann habe ich wieder mehr Freude dran. Im Moment ja, würde ich mich freuen, wenn das auch fertig wird. Ja, da gibt es mehr, gibt es dazu gar nicht zu sagen. Das ist das Tuch Victoria. So. Entschuldigung. Dann habe ich natürlich wieder was eingekauft. Und zwar eine handgefärbte Wolle von der Mialana. Ihr seht schon, schwarz mit Pink. Sockenwolle. Und das werden so Socken mit so Sternerl drauf. Also mit dem Pink mit Sternerl. Auf die freue ich mich auch schon. Weil das wird sicher abwechslungsreich zu stricken. Dann habe ich eingekauft ein Lesezeichen. Ein Lesezeichen zum Besticken. Das ist nicht so groß, das werde ich wohl schaffen. Und es ist ein Bücherwurm drauf. Ne? Da haben wir gedacht, nachdem ich ja so gerne lese, werde ich mir ein Lesezeichen sticken. Mit Kreuzstich. Dann habe ich in meinem Kasten ein uralt Projekt gefunden. Und zwar hat meine Mutti früher, als sie ein bisschen jünger war, sehr gerne so Tischdecken ausgestickt. Und da habe ich ihr immer welche besorgt und ihr dann nach und nach gegeben. Und irgendwann hat sie nicht mehr sticken können, weil sie schon so zittrig war. Und damit ist es liegen geblieben. Und jetzt beim Zusammenräumen habe ich es gefunden. Ein uraltes Osterhasen. Tischläufer, Tischdeckerl. Und ich habe begonnen, das auszusticken. Ihr seht, ein Osterhase ist fertig. Und die Ostereile und die Blumen, der zweite Osterhase, ist noch im Werden. Und das sind 4 Stück von diesen Motiven. Und das war schon mühsam. Also,
Ich glaube, es wird wirklich nicht mein Hobby. Obwohl es mir so gefällt. Also mir gefallen diese, ich habe ja viele von der Mutti, viele bestickte, so Deckerl und Tischläufer und Tischdecken, und ich liebe die. Ich mag sie sehr gerne raufgeben. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich das selber mache. Nur es ist schade zum Herumliegen. Und jetzt haben wir gedacht, wenn alle Stricke reißen und ich das andere nicht weiterkomme mit dem, das werde ich wohl vielleicht bis nächstes Jahr Ostern schaffen. Obwohl, Weihnachten kommt ja auch schon bald, nicht? Ja. Wobei ich muss sagen, diese Dinge, diese Eichen, Ostereier, die Stiele, das mache ich gerne. Das ist so ein Stielstich. Damit habe ich kein Problem. Ich habe nur ein Problem mit diesen Kreuzstichen, weil man sieht ja hier, das ist der Osterhase. Das ist zwar vorgezeichnet, ja, aber das verschwimmt dann alles vor den Augen und du weißt nicht, bist du jetzt in der richtigen Reihe oder nicht. Also, ja, mühsam. Wie gesagt, meine Mutti hat da hunderte von diesen Dingen bestickt und die hat das so gerne gemacht. Ja, jedem das Seine, ne? Aber das möchte ich schon fertig machen, damit das einmal wegkommt von meinem Kasten. Ich werde mir sicher, naja, man soll niemals nie sagen, aber ich glaube, ich werde mir sicher nicht noch einmal so etwas sticken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ansonsten sind wir schon wieder zu Ende. Diese Woche mit meinem Gewerkel gelesen habe ich. Wem das interessiert, da stelle ich euch meine Bücher wieder vor. Das ist erst einmal von Winkelmann die Karte. Hier lese ich euch auch einmal den Klappentext vor, obwohl der nichts aussagt. Muss eine andere Brille aufsetzen, sonst wird das nichts. Er gehört zu deinem Training, wie die Schuhe und der Soundtrack. Dein Fitness-Tracker, mit dem du deine Laufstrecke online teilen kannst. Jeder kennt deine Lieblingsstrecken, auch jemand, der deinen Tod will. Hier handelt es sich um eine Geschichte, um einen Thriller, wo die Frauen Fitness machen, die laufen. Sie haben eine Laufstrecke, die sie, oder zwei, manchmal auch drei, die sie abwechselnd nehmen. Das ist entweder zeitbedingt oder weil es schon finster wird oder weil man heute nicht so Lust hat auf die große Strecke. Es gibt eben verschiedene Strecken, die sie eben auf einem Fitness-Tracker mit anderen Läufern austauschen. Sie kennen sich untereinander, sie laufen auch oft miteinander, wenn sie in der Nähe sind. Und man kann mit diesem Tracker verfolgen, wo sie gerade sind. Also man kann das feststellen, wenn es zum Beispiel ein Ehepaar ist oder so, dann kann man nachschauen, wo befindet sich mein Mann oder wo befindet sich meine Frau, ist alles in Ordnung. Und ja, und es ist aber auch fatal natürlich für jemanden, der einem nichts Gutes möchte. Weil der kann nämlich auf einer Karte nachschauen, wer wann und wo läuft. Und so hat sich die Polizei mal gewundert, wie kann das sein, dass die in einer Laufstrecke ermordet werden. Und immer auf die gleiche Art und Weise. Und zwar auf Zeit. Das heißt, sie hätten noch eine gewisse Zeit, um diese Person zu retten. Was sich aber nie ausgeht. Und bis sie halt auf diese Idee stoßen, dass der das kalkulieren kann, wie weit sind sie, wie lange braucht man dorthin. Und es ist sehr spannend, eine spannende Geschichte. Und es ist gut konstruiert.
Es ist bis zum Schluss, bleibt es spannend und weiß man nicht, wer ist jetzt der Mörder und warum passiert das. Hat dann auch einen tiefsinnigen Hintergrund, stellt sich dann alles klar dar, was da passiert ist, aber es ist wieder ein toller Roman von Winkelmann, so wie man es von ihm gewohnt ist. Kann ich nur empfehlen, ist spannend, sehr flüssig geschrieben, man möchte gerne weiterlesen, es hat auch keine Strecken, die einem langweilig werden, bis es wieder zu einem Höhepunkt kommt. Ist gut, kann man empfehlen. Und jetzt kommen wir zu meinem bisherigen Jahreshighlight. Und zwar vom T.J. Klune, Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte. Ist ein Roman, absolut nicht mein Genre. Hier habe ich auch wieder aus meinem Tellerrand hinaus geblickt, weil ich so gute Kritiken gehört habe. Ich habe so viel Gutes gehört. Auch der Klappentext wieder. Linus Barker ist 40, alleinstehend und arbeitet in der Sonderabteilung des Jugendamtes, die für das Wohlergehen von magisch begabten Kindern und Jugendlichen zuständig ist. Eines Tages soll er im Auftrag der Behörde des Waisenhauses eines gewissen Mr. Parnassus inspizieren, das auf einer geheimnisvollen Insel mitten im knallblauen Ozean liegt. Für Linus ist es der Beginn eines magischen Abenteuers, das sein Leben für immer verändern wird. Es ist eine tolle Geschichte, ich sag's euch. Wirklich, wirklich toll. Also er ist, also der Linus Barker, der ist 40 Jahre alt und arbeitet schon, ich glaube, 15 Jahre auf diesem Amt. Auf dieser BBMM heißt dieses Amt. Und dieses Richtbuch, die Vorgaben und Verordnungen haben 947 Seiten, das er am Nachtkästchen liegen hat und das er auswendig kennt. Also er ist akribisch, genau und schreibt auch alles ganz genau auf und ja, ist halt so ein richtiger Staubschauer. Also er wird nie abweichen von dem, er wird auch nichts Falsches machen. Ja? Also er ist ganz, ganz klar. Er hat eine Katze, die ihm aber zugelaufen ist. Die heißt Calliope und die ist sehr eigensinnig. Die ist starre, ganz, die mag nichts und die faucht nur. Also die ist ziemlich griesgrämig, diese Katze. Und eines Tages wird er zu einem allerhöchsten Gremium gerufen, wo doch niemand draufkommt. Das ist eine Sensation. Und dort erhielt er den Auftrag in der Geheimhaltungsstufe 4. Das ist die höchste, allerhöchste Geheimhaltungsstufe, wo er eben dann beauftragt wird, dieses Heim zu besuchen und dort Berichte zu schreiben, ob dort alles mit rechten Dingen zugeht, ob es den Kindern gut geht, ob die dort so betreut werden, wie sich's gehört. Und er kommt dann nach einer langen Zugfahrt dorthin und der Heimleiter, der Mr. Parnassus, heißt Arthur und betreut dort die Kinder mit Hilfe von Chapel White, die ein Elementargeist ist und die heißt Zoe. In diesem Heim gibt es 6 besondere Kinder. Und zwar besondere Kinder, die niemand sonst haben möchte, da sie allen Anschein nach sehr gefährlich sind oder gefährlich eingestuft werden. Unter anderem lebt dort Lucy, der Sohn des Teufels.
Mehr möchte ich nicht erzählen, ich möchte euch nicht spoilern. Und noch fünf andere entzückende Kinder, die eben besonders sind. Und dann muss also Linus Barker feststellen, dass das nicht so geht, wie er sich das vorstellt. Denn diese Kinder erobern nach und nach sein Herz. Dieses Buch ist dermaßen entzückend geschrieben, spannend. Es ist mitreißend, es hat einen flüssigen Schreibstil. Es ist gespickt mit lustigen Dingen, aber auch mit ernsten Dingen. Es hat einen bestimmten Hintergrund auch. Es müssen Probleme gelöst werden. Die Kinder müssen auf den richtigen Weg geführt werden. Also sie müssen unterrichtet werden in vielen Dingen. Und diese Insel ist wunderschön. Und die Stadt, die neben der Insel ist, die muss auch überzeugt werden von diesen Kindern. Und ich kann euch das Buch mit gutem Gewissen ans Herz legen. Wenn ich sage, es ist mein Jahreshighlight, dann könnt ihr euch vorstellen, das ist wirklich gut, dieses Buch. Also, schaut's rein. Schaut es euch an. Es ist wirklich toll. Es ist gar nicht so wenig, es hat 500 Seiten, hat aber dicke Blätter und ist nicht groß, aber schon größer geschrieben. Zu dem Buch hätte ich nie gegriffen, niemals, wenn ich nicht so gute Kritiken über dieses Buch gehört hätte und gelesen hätte, hätte ich es niemals angeschaut oder gelesen. So ist es, man kann sich oft täuschen, man bleibt in seinem Genre, man bleibt in seinem, was man immer liest, und ab und zu hat man so einen Glücksgriff, dass man sich freuen kann. Also dieses Buch hat mir absolut Freude gemacht. Es war mir ein Vergnügen zu lesen. Ja, und somit sind wir auch schon beim Ende. Ich wünsche euch alles Liebe. Wir sehen uns wieder und hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.